Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollege Barthol, ich darf mal darauf hinweisen, wenn ihr kurz am Abend vorher als einzige Fraktion zu einer Sitzung einlädt, das ist schon ein bisschen andere Qualität, als wenn der Ausschussvorsitz im Namen des Ausschusses dreimal Herrn Wowereit einlädt, als Aufsichtsratsvorsitzenden zu kommen, um zu berichten, und er dreimal absagt, und das letzte Mal kommt er nicht, weil er abends auf der US-Wahlparty war. Also insofern wäre ich bei dem Thema Einladung mal ganz, ganz vorsichtig, Kollege Barthol. Ja, da klatschen auch die Grünen, Kollege Barthol. Also was die zwei Großprojekte angeht, die wir heute diskutieren, ja, sowohl Stuttgart 21, der Kollege Simling wird dazu später reden, als auch der Hauptstadtflughafen, das ist wahrlich keine gute Werbung für den Standort in Deutschland. Und das ist es, was uns als FDP-Fraktion umtreibt. Deswegen lassen Sie mich auf das Thema Flughafen eingehen. 96 vorgestellt, Eröffnung mehrfach verschoben, 2011, 2012, 2013, jetzt Oktober 2013. Und auch hier müssen wir ein Fragezeichen machen. Intransparente Entscheidungsprozesse, Planungsfehler, Planungslücken, ständiges Überschreiten von Bauzeit, von Baukosten, das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht der Steuerzahler. Wenn man nachliest, was die SOKO von Staatssekretär Odenwald festgestellt hat, ich zitiere: Es wurde dort nach dem Motto gebaut, lege Kabel und gucke, dass Strom durchgeht. Und das Ganze wird eben immer wieder gedeckt durch das Dreigestirn, Wowereit, Platzek und Herr Schwarz. Und das ist hier das Problem. Denn bevor wir jetzt schon das Ganze aufgehen wollen, stößt schon der neue Flughafen an Kapazitätsgrenzen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass jetzt festgestellt wird, dass wir reden von einer Sanierung im Bestand. Deswegen haben wir gerade eine Pause auf der Baustelle, weil es zu einer Sanierung im Bestand kommt bei einem Projekt, das nicht mal fertiggestellt ist. Das ist wirklich ein Skandal. Kollege Barthol, bereits im Frühjahr 2012 ist klar, und Wowereit hat das jetzt ja auch schon wieder einräumen müssen, dass wir mit einer pünktlichen Eröffnung des Flughafens nicht rechnen können. Und jeder weiß doch ganz genau, der Kollege Wichtel hat es ja zu Recht gesagt, dass natürlich der Aufsichtsratsvorsitzende ein besonders enges Verhältnis hat zum Geschäftsführer. Es brennt hier lichterloh an allen Ecken und Enden und im brandenburgischen Boden. Da versickert nur wirklich Geld schneller als Wasser, und die Vogel-Strauß-Taktik sowohl von Herrn Platzek als auch von Herrn Wowereit, die stößt langsam an Grenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wieso wurde immer hier anders gebaut, als es genehmigt wurde? Darauf kriegen wir bis heute keine Antwort auf die Frage. Genauso wie auf die Frage, warum Gewerke nicht vollständig abgenommen wurden. Und da hat auch Herr Platzek Verantwortung, weil in Brandenburg die Genehmigungsbehörden liegen, sowohl beim Lärmschutz als auch bei der Entrauchungsanlage. Und deswegen ist es nun mal leider so, ich kann es ja auch nicht ändern, wenn wir uns im Moment anschauen, wo im Moment in Deutschland was schief geht bei Aufsichtsräten, da ist halt leider immer die SPD dabei. Ob das der Ökonomieerklärer Steinbrück bei ThyssenKrupp ist, Milliardenverlust, Herr Beck in Rheinland-Pfalz mit dem Nürburgring, und jetzt wird diese grandiose Tradition auch fortgesetzt mit Herrn Wowereit und Herrn Platzek. Also was die SPD im Moment sich auch antut mit den Aufsichtsräten, das muss man mal ein bisschen vorsichtig sein, Kollege Barthol. Genau, ich unterstütze Sie. In dem Punkt wäre die Frauenquote wahrscheinlich sinnvoll, wenn Wowereit und Platzek nicht da wären. Das wäre in der Tat ein Vorteil, das stimmt. Was Stuttgart 21 angeht, will ich auch offen sagen, ich teile die Kritik, die Kollege Barthol hier eben vorgetragen hat, in Teilen. Was wir heute Morgen gehört haben, war nicht zufriedenstellend. Ich glaube, das Vertrauensverhältnis zur Bahn ist in der Tat ein Stück weit gestört. Natürlich hat es auch Kostenverzögerungen gegeben, weil die Grünen vor Ort alles blockieren, wo sie können. Aber die Bahn kann nicht erklären, wieso und weshalb es zu welchen Kostensteigerungen kommt. Deswegen hat auch die Koalition gesagt, dass wir im Januar darum drängen werden, dass sowohl Herr Käfer als auch Herr Grube in den Ausschuss kommen, damit wir hier wirklich Transparenz und Öffentlichkeit herstellen. Da brauchen wir von Ihnen keine Nachhilfestunden. Dafür sorgt diese Koalition, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir stehen für Transparenz, für Offenheit bei Großprojekten. Ich glaube, gerade die Sonderkommission von Staatssekretär Odenwald macht gute Arbeit beim Thema Flughafen. Wir wollen auch nicht dafür sorgen, dass es einfach einen weiter so gibt. Deswegen haben die Haushälter auch immer hier darauf gedrängt, dass Mittel gesperrt werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass sowohl Herr Schwarz als auch Herr Wowereit als Aufsichtsratsvorsitzende nicht mehr tragbar sind. Ich hoffe, dass Herr Wowereit jetzt nicht
vor dem Weihnachtsfest uns hier eine weitere Bescherung besorgen wird beim Thema Kosten und Zeitplan für den Flughafen. Vielen Dank.